Hallo, heute geht es um Raum, so wie auf dem Bild hier. Wenn wir in einer Landschaft stehen und mit einer wissenschaftlichen Frage konfrontiert werden, dann glauben wir oft, es ist ziemlich einfach, diesen Raum zu modellieren, diese Frage im Raum zu beantworten, eine Skizze von so einem Raum zu erstellen. Aber schon bei der Frage geht's los. Wenn wir uns diesen Raum anschauen, interessiert uns die Energieversorgung, dann sind vielleicht diese Masten hier wichtig. Interessiert uns die Landwirtschaft, dann ist die Acker- und die Grünlandfläche hier wichtig. Interessiert uns Entsorgung, dann hätten wir hier hinten eine Kläranlage. Interessiert uns Relief, dann befinden wir uns hier in einer Talaue. All diese unterschiedlichen Fragestellungen würden unterschiedliche Raumkonzepte oder zumindest angepasste Raumkonzepte zugrunde legen. Und wir müssen uns bei jeder Frage überlegen, was ist ein gutes Raumkonzept? Wie können wir Raum modellieren? Wie können wir ihn abstrahieren? Wie können wir ihn zugänglich machen für unsere Analysen? Was ist Raum? Das wird uns heute beschäftigen in unserer Sitzung Räumliche Modellierung. Es wird zunächst mal um Raumkonzepte in der Geografie gehen. Was ist Raum überhaupt? Wie können wir ihn abbilden? Anschließend schauen wir uns die Modellierung an, die Modellierung als generellen Prozess, aber auch dann natürlich die Modellierung von Räumen. Und dann kommen wir noch so zu dieser Frage der räumlichen Abgrenzung. Wie kann ich denn Räume abgrenzen? Wie kann mir eine räumliche Abgrenzung bei der Komplexitätsreduktion helfen?